Hallöchen, ihr Bahnhausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Europa Universales Nummer 4 mit dem lieben Dragul zusammen. Hallo. Servus. So, wir spielen unsere langweilige Runde mal weiter. Die erste. Haben wir ja mal erklärt, die erste von vielen. Genau. Von mehreren, besser gesagt. Ich hatte ja Krieg als letztes. Ein Erniedrigungskrieg. Gegen irgendwie fast alle Länder hier mit Polen zusammen. Länder möchten Condottieri anheuern. Wie viel wird er denn zahlen? Zu wenig. Gar nichts? Die wollen ja niemals gar nichts bezahlen. Okay. Füße küssen. Lüneburg ist einer Handelsliga unter Führung von Venedig beigetreten. Toll. Nehmen Sie mal ein. Staatssee aus Polen. Sehr gut. So. Bin gerade mal was am Testen, weil wir hatten gerade das Thema mit Preußen gründen. Ich bin gerade am Testen, ob ich Königsberg in Anspruch fingieren kann. Wahrscheinlich nicht, weil das zu weit weg ist. Aber mal probieren. Mhm. Warum wollen wir Schweden als Feind? Oh. Weil die mich als Feind haben. Ah, als Rivale sogar. Schweden vor allen Dingen. Toll. Dann müssen wir erstmal in Dänemark vorbei. Ja, das ist ja auch so ein komisches Thema. Das Rivalensystem, was ich manchmal nicht nachvollziehen kann. Warum zum Beispiel hast du Schweden als Rivale? Hab ich nicht. Schweden hat mich als Rivale. Ja, das meine ich ja. Warum? Du hast keine Seeprovinz, du hast keinen Hafen, du hast keine Flotte, du kannst die eigentlich nicht mal erreichen. Genau. Und ich hab mit denen noch nichts zu tun gehabt. Genau. Das kommt ja auch noch dabei. Mhm. Ne, gut, wenn das jetzt hier wie Magdeburg ist, mit denen ich Krieg hatte, dann kann man es verstehen, aber... Ja. Schweden? Ja, schön. Mhm. Schön für Schweden. So. Wenn sie mal. Da baue ich gerade eine Kirche. Ah, gibt wieder Kohle. Aber wie viel war da nochmal? 20, okay. Mal gucken, ob das geht mit Königsberg. Ich glaube zwar, wie gesagt, eher nicht, weil das zu weit weg ist von den Kernprovinzen, aber naja, mal schauen. Genau, probieren kann man es ja. Genau. Ja, jetzt weiß ich, warum ich so viel Plus mache gerade. Ich krieg ja Kohle von den ganzen, die im Krieg verloren haben. Stimmt. Oh, die Küste von Guinea wurde entdeckt. Hey. Das wollen wir noch gleich mal überprüfen. Warte, ja. Die Nummer. Hä? Hey, warte mal. Ich mach mal kurz Pause. Ah, eine Revolte. Oh. Eine Revolte. Im dragulischen Land. Mhm. ein Tölpelaufstand. Ich freue mich schon richtig auf die nächste Runde, ey. Warum hab ich verloren? Dann geht's rund. Ach so, ja. Ja, wenn man den Armeeunterhalt auf Null setzt. Ja. Ich keine Kohle krieg, würde ich auch nicht kämpfen wollen. Naja. wenn du irgendwo angeschossen wirst, hast du von der Kohle auch nichts wieder verdient. Das stimmt. Das ist auch scheiße. Und da, zu der Zeit war da der früher. Wenn du da angeschossen wurdest, ey, dann hast du. Ja, Moment, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Sternberg. So. Habe ich euch jetzt?
Ja, zu der Zeit ist es ja so gewesen, wenn du da Pech hattest und wurdest angeschossen, dann hat sich das sowieso nicht, dann konntest du direkt tatsächlich segnen. Das stimmt, ja. Boah, ich hab eigentlich mal einen Kardinal, ich glaub's ja nicht. Hui. Nach Jahrhunderten hier. Ja, geht nicht. Okay. Ich kann gar keinen Anspruch fungieren, weil da steht direkt, hat keine mögliche benachbarte Provinz, auf die ein Anspruch fingiert werden kann. Ah, okay. Na gut. Aber ich könnte ja mal gucken. Warte mal. Obwohl, ich habe mit dem Deutschen... Obwohl, ist das, hat er mich als Rivale? Nee. Wo könnte ich denn mal was machen hier? Magdeburg hat mich doch als Rivale, ne? Ja, da könnte man noch mal ein bisschen Spionage betreiben. Genau. Einfach mal ein bisschen ihr Unmut schüren und sowas. Mhm. Ich hätte die Spionage-Ideen mal nehmen sollen, weil die relativ gut sind, weil du da coole Sachen machen kannst. Ja. Rebellen unterstützen und so. Mhm, zum Beispiel. Na geht doch, Aufstand niedergeschlagen, passt. Ja. Und die nächste mit der Militärtechnologie. Was ich ein bisschen schade finde, dass es keine Möglichkeit gibt, im Prinzip über über einen diplomatischen Weg auch Länder zu bekommen oder Provinzen, gibt es auch, klar. Aber leider nicht so viele. Meiner Meinung nach. Weil es gibt ja eigentlich nur eine Kriegsandrohung, dass du dann eine geschenkt kriegst, eine Provinz. Mhm. Über Staatsehen halt und im Prinzip war es das schon fast. Ja, über Vasallen. Oder ja, genau. Oder dann halt einen Vasallen können. Aber das ist auch sehr schwierig. So, wenn man jetzt keinen Krieg gegen die hat oder so. Mhm. Die immer mit ihren großen Bällen. Ja, ehrlich. Mhm. Wundert euch, dass der Komet nicht so oft kommt, gerade. Der kam ja sonst immer so oft bei uns. Das stimmt, ja. Länder möchten Condottieri. Hessen oder Münster möchten Condottieri. Ah. Und was zahlt er? Oh. Gar nichts. Ja, jetzt nicht mehr. Gerade wollte er 3 zahlen. Ja, illegale Stände. Jetzt nicht mehr. So. Mhm. Kann ich mal ein paar Events kommen, wo ich Prestige kriege, damit ich meine Mission nicht mal verliere. Mhm. So langsam mal. Polen als nächstes im Krieg zieht. Mhm. Hat die Mission Europa Danzig. Deutscher Orden, alles klar. Mhm. Naja, das übliche Polen futtert sich in den deutschen Orden rein. Oh, die haben Österreich jetzt Rivalen schon. Mhm. Kaiserreich niederschlagen. Ob das was wird? Denn ich gründe dann das Deutsche Kaiserreich. Kein Problem. Ja, klar. Da bin ich der letzte Kaiser. Mhm. Hier $80 zahlen sie. Was? Das kann ich ja nicht bestätigen. Kann sich die Kosten nicht leisten, also wäre ehrlich. Allerdings ja. Ich
War jetzt eine Ruhrkorruption. Essen möchte ich immer noch anheuern, ja. Apropos, da sagst du was, hab ich jetzt. Nicht. 0,9. Wie 0,9? Hallo, dafür gehe ich doch nicht meine Armee da hinschicken. Hau da ab. Da frage ich mich auch gerade, weil... Was war sie denn? 1 steht sie gerade. 0,32, okay. Naja. Oh. Was soll es? Genau. Könnte eigentlich mal die Diplomatie mal wieder hier reinballern. Obwohl, das sind Schiffe. Ich hab nichts für Schiffe, also... Ist dann auch relativ uninteressant. Ja. Tja, tja, tja. Warnung aussprechen dann. Anspruch fingieren könnte ich natürlich auf Magdeburg, ist klar. Bringt mir aber nichts, weil... apropos, danke auf jeden Fall für die Kommentare, die ich so gekriegt habe. Ich weiß, dass... sagen wir mal so, ich weiß, dass man eigentlich keinen Krieg machen sollte, wenn man Kaiser werden will. Ich weiß nicht, ob das so rüberkam oder ob ich Kaiser werden wollte. Ich will eigentlich kein Kaiser werden, weil das im Prinzip auch witzlos ist, Kaiser zu werden. Kann man auch nicht wirklich viel mehr machen. Man hat da zwar die Möglichkeiten, hier diese Reformen zu machen, aber wirklich viel machen kannst du auch nicht. Kannst du mal ein paar auf den Finger hauen, so wenn sie Blödsinn machen, klar. Aber ist halt so. Und dass man die Länder nicht zurückgeben muss, weiß ich auch. Muss man nicht, aber wenn man es nicht macht, habe ich aber auch in der Folge, glaube ich, haben wir auch gesagt, dass dann sonst das Problem auftreten kann, dass man im Krieg mit Österreich kommt. Und das will man nicht, wenn man ein kleines Land ist in Europa. Weil Österreich ja. ist sehr stark. Oder dem derzeit amtierenden Kaiser. Ja, genau. Falls der keine anderen Probleme hat. Das ist halt auch immer eine Sache des Glücks. Bewegt Sachsen dazu, zu uns zu spinnen. Okay. Spinnen, ja, vor allem spinnen. Oberschlesien, ja sicher. Ich gehe Schlesien erobern, na klar. Na logisch. Ja. Wo ist denn das? Ach du Böhmen ist das. Nö, nö. Da muss ich mal. Ach du Scheiße. Aha. Das krieg ich schon eher hin, ey. Wie gesagt, das ist. Da muss man immer abwägen, ob man wirklich Kaiser werden will. Natürlich ist das auch mal cool zu sehen, Kaiser zu werden, natürlich. Aber im Endeffekt bringt es einem auch nicht so viel. Das ist wirklich so. So ein paar Sachen, die natürlich cool, die man machen kann, wenn man kann dieses Spiel ja auch so spielen, dass man im Endeffekt immer mal Sachen ausprobiert. Das heißt, man kann, wir hatten gerade auch das Thema, man könnte natürlich auch mal whatever hier irgend so ein kleines Land nehmen und versuchen diplomatisch irgendwie andere dazu zu kriegen und dann gegen Österreich einen Krieg zu ziehen zum Beispiel. Oder gegen Polen, gegen Frankreich, gegen sonst wen. Dann kann sein, dass durch den Krieg man auch was kriegt vom Kuchen. Mhm. Ne? Und dann kriegt man dann, wenn man zum Beispiel, ich sag jetzt einfach mal, was nehmen wir denn? Granada zum Beispiel, ist halt, ich glaube, die haben 2 oder 3 Provinzen am Anfang. 3. So. Wenn man dann zum Beispiel kriegt dazu, gut, wird nicht passieren, aber jetzt als Beispiel, man kriegt zum Beispiel Frankreich auf seine Seite, Aragon auf seine Seite und geht mit denen im Krieg gegen Spanien, gegen Kastilien. Das kann auch sein, dass man vom Kuchen was abkriegt und 1 oder 2 Provinzen kriegt. Von denen. Ja. Kann alles passieren. Genau. Aber das Spiel ist immer anders. Also immer, wenn ihr ein neues Spiel startet, läuft es anders. Meistens. Beziehungsweise eigentlich vielleicht auch neu laden. Ja, genau. Oder neu laden, ja. Ey, was die alle meine Leute hier haben wollen? Nix. Geht woanders beellen. Also wie gesagt, genau. Das Spiel ist halt ziemlich komplex.
Man kann wirklich viel machen. Man kann so spielen, man kann wirklich auf diplomatischen Wege spielen. Dann nimmt man halt zum Beispiel als Ideen Spionage-Ideen, diplomatische Ideen, bla bla bla, pusht das dann hoch. Man kann kriegerisch sein, aggressiv, dann greift man natürlich alles an. Muss man natürlich mit rechnen, dass man eine Koalition gegen einen irgendwann hat, was wir schon öfter hatten, wo dann ganz Europa gegen uns gekämpft hat. Solche Sachen, was die passieren dann halt. Ja. Also wie gesagt, jedes Spiel ist anders und man kann auch nie sagen, hör mal, spiel so und so oder mach so und so. Das geht nicht bei diesem Spiel. Gibt ein paar Sachen, die sollte man eigentlich beachten, weil die sind von der Mechanik her gleich, aber wie gesagt, da das Spiel, jedes Spiel anders ist, kann man nicht sagen, hör mal, mach das doch so und so, mach das so und so, das ist immer unterschiedlich. Das ist so. Ja. So, diplomatische Ideen. Kriegspunkt kosten, toll, brauche ich auch unbedingt. Na klar. Ich habe ja auch so viel. Kriege. Ich kann dir einen Marktplatz bauen. Dann bauen wir noch mal einen Marktplatz hier. So. Immer mehr Kohle heranscheffeln hier. Jetzt, wo du sagst. Ja. Könnte man doch auch mal machen. Wie gesagt, das ist jetzt die erste Staffel. Da hatten wir ja letztes Mal auch schon das Thema. Das ist jetzt das erste Match von uns, wo wir eigentlich erstmal nur zeigen wollen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Die richtigen Spiele, die kommen im Prinzip danach. Dann nehmen wir an größere Länder, da machen wir uns eigene Länder und so weiter alles. Und dann gucken wir auch mal, dass wir vielleicht mal eine größere Mission fertig kriegen, wie Russland gründen. Oder vielleicht kriegen wir auch mal hin, irgendwann Deutschland zu gründen, mal gucken. Was sehr schwer ist, muss man ehrlich wirklich sagen. Gibt viele Möglichkeiten, die man machen kann. Wie gesagt, wir hatten mal ein Match gespielt, da haben wir in Indien, da haben wir ganz Indien gehabt, da haben wir schon teilweise China gehabt und ich war schon auf Weg nach Russland und der Dragul war schon auf Weg nach Europa, zu den Osmanen. Wir waren schon fast da. Ein bisschen in Afrika reingefuttert oder so. Genau. Das geht dann auch. Ich muss auch sagen, dass diese Runde ziemlich lang gedauert hat. Ja, da haben wir lang gespielt, ja. Da waren wir, haben wir den Timeline-Mod gehabt. Also entweder waren wir schon über dem Spieltime-Limit oder nicht, keine Ahnung. Wir waren irgendwie 1800 oder sowas. Ja, wir waren ziemlich weit schon, ja. Ja. Und ich war, wie gesagt, ich war schon an Moskau. An der Grenze dran und du warst ja schon bei den Osmanen. Genau. Und wir hatten wirklich eigentlich alle gegen uns von der Welt. Alle Großen waren gegen uns als Rivale. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, was hatten wir da? Irgendwie 150.000 Einheiten oder so, konnte man nehmen. Jeder. Ja, auf jeden Fall war das richtig viel. Mehr. Ja. Das war auf jeden Fall richtig viel. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ja. War schon sehr lustig. Wobei das dann auch unser zweiter Versuch war in Indien. Genau. Da hatten wir die so kleinere Länder nur genommen. Und bei der zweiten haben wir ja die großen da als eigenes Land genommen und ein Teil von den größeren. Ja. Zwölf Gold kostet das, die Rebellen zu unterstützen. Krass. Bisschen viel. Ja, das ist manchmal nicht billig. Dann lohnt sich aber auch eigentlich nicht, weil die gerade auf 0% so oder so sind. Geburt des Kolonialismus. Ah. Also geht jetzt schon wieder in die nächste
hier Institutionen los. Mhm. Ja, okay. Na dann. Wie kriegst du die? Ja, toll. Da hat sich ja mein Nachfolger... Mein Nachfolger ist jetzt fruchtbar. Lol, meiner ist unfruchtbar. Okay. Komisch. Meiner ist fruchtbar und deiner ist unfruchtbar. Ich finde das immer lustig bei diesen Dingens hier, bei den Förderungen da, die du machen kannst. Diese Institutionen, ne? Mhm. Dass da nie beisteht... Wie? Ja. Das finde ich mal geil. Wie wächst das? Steht still, ja. Ach Gott, das habe ich doch neulich entdeckt. Ihr könnt auch mit den Entwicklungen war das, glaube ich, ne? Genau, ja. Aber das stand bei Renaissance, stand dann bei, wie viel man haben muss. Scheiße, auf den Farbseinfluss, hallo? Der ist noch unwichtiger als der Kaiser. Ja, Papst ist, ja, nice to have, sag ich immer. Ja. Obwohl ich selber Katholik bin, aber das wäre jetzt wieder so eine Religionssache. Folge ist schon wieder vorbei. Dann würde ich wieder sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Europa Universalis Nummer 4. Tschüssingen. Tschüss.